Mahlzeit, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Runde Battlefield 1. Mein Name ist Bambus Björn und ich spiele eine Kriegskampagne. Und zwar eine von den übrig gebliebenen. Wir haben die erste erfolgreich hinter uns gebracht, das erste Kapitel durch Morast und Blut. Und nun spielen wir einflussreiche Freunde. Einflussreiche Freunde. Bekämpfe als freiwilliger Pilot im britischen Royal Flying Corps um die Luftüberlegenheit. So, wir haben 4 Stationen insgesamt. Das heißt, ich werde versuchen, das auf jeden Fall nach der Hälfte zu timen. Ich schau mal hier in der Navigation. Naja, gut, nee, das bringt nichts. Okay, und wir gehen rein. Hatte ich noch keine, wir spielen noch normal. Gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. So, mal schauen. Ich mach mal gerade mein Handy leiser. Die Endente verliert den Krieg in der Luft. Dann ist es auch nicht die Endente. So, ein bisschen Licht hier noch. So. Einige bewähren sich, andere nicht. Ich bin gespannt, was wir jetzt für einen heftigen Flieger an den Start kriegen. Bestimmt so eine Propellermaschine. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich schwer besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Einflussreiche Freunde. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! In die Luft. Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau. Piep, piep, altes Haus. Alles klar, okay. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Ja, ja! Nähere dich dem Jäger, um den Test zu starten. Ich kenne diese französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Test. Okay, wir geben mal ein bisschen Gas. Die Steuerung ist invertiert. Okay, du bist der Boss. Wie ist aus dich? Finde raus, wozu sie in der Lage ist. Na toll. Flugsteuerung mit der Maus. Ja, ja. Ah, das kann ich nicht. So, hier kann ich zoomen. Einsatzziel abgeschlossen.
musst ein Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihn dran! Folge dem verbündeten Flugzeug. So, das klappt doch schon mal ganz gut. Oh. Okay, diese Distanz halten. Bring sie näher ran. Oh, mit der Steuerung ist echt übel. An dieses Inventierte muss man sich wirklich noch gewöhnen. Aber ansonsten geht's eigentlich klar. Hier hinten drauf auf dem Flieger sieht ja echt witzig aus auch. Festhalten, Wingnut! So, wir fliegen hier erstmal ein paar Runden um den Berg rum. Kinderspiel! Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Okay. Folge dem verbündeten Flugzeug. Wo ist er denn da vorne? Crystal funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Okay. Nice, okay, krass. Alter Schwede. Hier ist natürlich echt übel windschnittig hier. Gib mehr Gas und bleib an ihm dran. Wo ist er denn? Da unten. Wow, ist das krass. Also die fliegt sich auf jeden Fall echt crazy. Diese Maschine. Wow, aber mit der invertierten Steuerung habe ich immer noch Probleme. Hast du auch Spaß, Wingnut? Ja, ich habe Spaß. Danke der Nachfrage. Oh, wie er fliegt hier, wie ein Schwarzdrossel. So. Die Berge hier sehen auch übel aus, finde ich. Komm schon. Wow. Das ist krass. Ja, ich habe gerade noch mal im rechten Augenblick hochgezogen, ey. Du fliegst gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Holen will er jetzt. Holen will er jetzt. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen, Feuer frei. Alles klar, wir geben wieder Gas und wollen mal ein paar feuere die Waffe ab. Okay. Streufeuer, ey. Linke Taste Waffen so. Okay, ja, eins. Was für ein Vogel. Da sind noch mehr Ballons drauf und Feuer. Auch invertiert. Zwei. Oh. Drei. Oh, schaffe ich das noch? Vier. Wow, und wir fliegen mittendurch. Alles klar. Was ist das denn? Ist er abgestürzt? Okay. Wow, schon wieder diese invertierte. Ach, einer ist noch übrig, okay. Na gut. Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie. Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Raketen. Y-Waffe wechseln. Ach, da oben. Alles klar. Wow, nice, das war der erste Streich. Und ein bisschen hoch. So. Wir geben wieder Gas und dann schauen wir uns die restlichen Ziele an. Eigentlich ist es gar nicht mal so verkehrt. An diese Steuerung hier wird man sich wahrscheinlich noch gewöhnen müssen. Wohl oder übel, aber wow. Der war doch schon mal nicht schlecht hier. Der sollte doch direkt. Okay, alles klar. Und nun? Okay, kann ich mal was fragen? Klar! Warum klingt George Rackham, der Sohn des vierten Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson.
Hat dir das schon mal jemand gesagt? Okay. Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen wir jetzt? Die Deutschen! Oh nein, oh nein! Okay, cool. Wir machen sie also fertig. Ich will jetzt hoffen, dass das mal... Ist das der Kollege, ne? Ja, ich will das jetzt mal hoffen, dass das jetzt nicht so... schwer wird. So, wir geben ein bisschen Gas und nehmen mal die Verfolgung auf von einem... von den kleinen Burschen hier. Wow, die sind ziemlich flink. Und... Krass, erstmal ein heftiger Luftkampf hier am Start. Gefährlich! Verdammt nochmal! Er war näher dran, als es aussah! Näher dran, als es aussah? Ich habe ihn völlig. Linker Button muss reparieren. Ja, da habe ich ihn mal kamikaze-mäßig ein bisschen weggeholt, wa? Wie man es macht, ist es also egal. So, wo laufen sie denn? Schon. Wow. Was ist das? Ein Dreifachdecker? Oder wie nennt man die Teile? So, ich gehe mal ein bisschen aufs Ganze hier. Komm schon. Oh, die sind nicht schlecht am Trudeln hier, die Teile. Boah, Mann, 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 Mann. Es ist echt übel mit dem Flugzeug hier. Ohne Scheiß, ey. Heftig schwer. Was ist jetzt denn los? Mach ich doch. Okay, wir sind wieder heile. 75%, 100% und Gas nach vorne. Noch mehr Jerrys. Ich sehe sie. Wo? Mach ich. Rechts? Eins. Ein neuer Flugverband von mehreren Flugzeugen. Vier Stück. Zwischendurch wäre. Wow. Auf jeden Fall bin ich wieder safe. Abschütteln, wie soll ich den denn abschütteln, Leute? So, ich konnte ausbrechen. Shit. Krass, voll an diesem heftigen Gebirgskamm hier. Aber es scheint auf jeden Fall wirklich nur noch einer zu sein. Oh Gott, ist das krank. Wow, okay. Da habe ich ihn wenigstens einmal kurz gestriffen. Wo ist er? Hinter mir? Puh, krass. So, mein Kompadre hier. Wow, ich bin auf jeden Fall nicht gestorben. Das ist schon mal richtig nice. Wir haben also alle runtergeholt und dann den letzten verfolgt, beziehungsweise tun wir gerade. Was machst du denn? Wir sollten umdrehen. Ah, scheiß auf die Basis.
Hochziehen! Hochziehen! Was geht mit ihm denn, Alter? Wow, sieh mal da! Yo, das nenne ich mal nice Fotos. Alles okay? Ja, alles okay. Wir müssen die Fotos sofort zur Basis bringen. In Ordnung. So entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Aber mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Er ist nicht ehrlich. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie, aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinnspiloten haben. Wahnsinnspiloten. Ehe wir es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Alter. Luftschiff. Echt gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt. Aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Alles klar. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Ey, wie krass es einfach aussieht. Fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir! Neues Einsatzziel, zerstöre feindliche Luftschiffe. Hol die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Alles klar. Also die kleinen Zeppelin hier wegömmeln. So, immer schön fleißig einen nacheinander wegömmeln, dann können unsere Bomber hier also durch. Wie es hier unten auf dem Schlachtfeld aussieht, ist einfach nur geisteskrank realistisch. Also, es muss wirklich haargenau so ausgesehen haben. Und das ist einfach nur, weiß ich nicht, da hinten diese heftigen Wolken, hier steht kein einziger Baum mehr, richtig heftiges Battlefield. Blackburns. Alles klar. Neues Einsatzziel. Zerstöre feindliche Luftabwehrwagen. Mit meinen Raketen. Jerry Vogel hinter uns. Ja, Jerry Vogel kam mir mal gerade. So. Und reparieren. Also irgendwie habe ich hier gerade richtig krass einen auf den Sack gekriegt. So, und runter. Alter, wie es einfach aussieht. Hier knallt einem alles um den Latz. Und wenn man nicht richtig flink hier bei der Sache ist, komm schon. Ja, wie gefällt dir das, du Idiot? Gut. So, das ist gar nicht so leicht. Verdammt nochmal, ey. Das ist alles gar nicht so leicht. Vor allen Dingen muss ich mich endlich dran gewöhnen, ja, an dieses Hochziehen. Ne? Ich repariere schnell. Runter. Den kann ich treffen. Gib wieder Gas. Alles klar. Den ersten, den zweiten habe ich.
ich repariere. Fliege in die Kurve. Ich habe einen hinter mir, ja gut. Komm, wenigstens den einen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekriegt habe. Ich bin hier gerade am Nachladen. Am Reparieren. Wow, wow, wow. Alter Schwede. So, wo sind denn unsere Ziele? Wir müssen etwas gegen die Flachs unternehmen. Viele sind's nicht mehr. Alles klar. 96%. Wir sind am Nachladen. So, ich habe wieder 8. Und das Ziel ist direkt unter mir. Viele habe ich nicht mehr vor mir. Das heißt, es macht sich auf jeden Fall schon bemerkbar, dass ich nicht mehr so viel hier vorne Latz geknallt kriege. Okay, die sind schon weg. Und hochziehen. Alles klar. Wow, das war krass. Das sind dicke... Ey, ohne Scheiß, ich will nie in den Krieg kommen. Neues Einsatzziel. Beschützt die Bomber. Formation. Okay. So, den einen habe ich. Den zweiten habe ich. Shit. Den dritten habe ich. Komm schon. Hast du das gesehen? Ja, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Ach, verdammt, diese Steuerung. So. Fliegt er noch? So. Alles klar, es läuft ziemlich gut gerade. So, nun. Ist krass. So, und da vorne kommen jetzt die ganzen Flieger. Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Die Mars haben wohl unendlich viele Jäger, was? Na, ob ich auf diese Entfernung jemanden treffe, ist mir, glaube ich, nicht gegönnt. So. Komm schon. Beeindruckt mich nicht. Oh. Ich repariere mal schnell. Er setzt sich genau vor meine Schnauze. Das war sein Fehler. Oh, meine Leute fliegen mir direkt rein. Beschütze die Bomberformation. Wow, 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 wow. Ja, hier geht's ab. Wir, yo. Krass. Reparieren, reparieren, reparieren. Bisschen Trudelflug hier. Und go. Vier konnte ich jetzt nicht beschützen hier. So, das war der eine vom anderen. Komm schon. Da versucht gerade noch einer was. Oh, Leute, Leute, Leute. Jawohl, ich habe im Flug ein bisschen gebremst. Nummer 3.
Hinter mir ist immer noch einer. Vier. Aber der Bomber auch. Komm schon. Der ist down. Ich muss mal jetzt echt reparieren. So, die Bomber sollten es aber geschafft haben. Krass. Okay. Viel ist nicht mehr übrig. Also wähle ich mal kurz hier meine Raketen. Dann versuche ich einfach mal dieses kleine Ding hier da vorne kaputt zu schießen. Komm schon. Meine Rakete. Jawohl. Beschleunigen und runter. Ah, echt, ey. Wow. So, und stabilisiert. Jetzt können wir mal ein bisschen. Wow. Shit, 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 shit. Ja, er brennt. Was aber nicht heißt, dass er down ist. Jetzt ist er down. Reparieren. So, nochmal die Dinger hier nehmen. So, und diese Wägen da unten sind schon mal tot. Die Wägen sind tot, Alter. Das geht nur mit mir ab. Die Flaks sind zerstört, wollte ich sagen. So, wo ist er? Da. Komm schon. Oh. So. Und. Komm schon. Nächste Bomberwelle kommt. Nächste Bomberwelle kommt. Wo? Da unten. Wow, alles klar. So, und jetzt dahinter setzen. Und einen nacheinander schön wegnatzen. Komm schon. Nicht die eigenen Leute treffen. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe die doch abgeschossen. Ich muss reparieren. Und down. Bisschen bremsen. Und? Nice. Reparieren. Scheiße. Wow. Okay, ich repariere direkt. Wir haben Parkflugzeuge hinter uns. Alles klar, das war nicht schlecht. Das war übelst aufregend, Alter. Und wie echt es mal wieder aussieht. Übel. Das ist krass. So, Freunde, ich würde sagen, das war es erstmal von dieser Stelle. Ich bin übelst gespannt, wie es weitergeht. Das war ja mal gerade die heftigste Luftschlacht, die ich jemals in meinem ganzen Leben gespielt habe. Ey, ohne Scheiß. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis denn. Ciao.